Ein wunderschönes Bergpanorama hier in Gletsch und der perfekte Rahmen für die heutige aktuelle Ausgabe von Eingefahren, unser MySports-Magazin rund um elektrischen Rennsport und nachhaltige Mobilität. Das heutige Thema, das ist Gletscherschwund und wie das Eis davon schwindet. Und dazu haben wir uns die perfekte Expertise reingeholt, der Dr. Andreas Balder von der ETH, Glaziolog. Schön, Andreas, bist du mit dabei? Guten Tag. Wo stehen wir hier und warum sind wir jetzt hier auf dem Vorfeld vom Rhonegletscher? Wir sind hier auf einer Moräne im Gletschervorfeld vom Rhonegletscher. Der Gletscher ist vor rund 150 Jahren bis da vorgekommen und hat hier das Material deponiert, bevor er wieder sich zurückgezogen hat. Und wie wir auch gesehen haben, hat er weitere Spuren da hinterlassen, wo er vielleicht mal ein bisschen stagniert hat und wieder Material deponiert hat. In der Zwischenzeit ist er aber bis dort oben zurückgegangen. Also wir stehen auf dem Vorfeld, wir sehen ihn nicht mehr. Wie lange ist es her, wo man einen Mann noch gesehen hat, wo er über die Kuppe drüber ist gekommen? Vor rund 10 Jahren hat man die letzten Eisreste noch überall gesehen, da wo jetzt der Bach vorkommt. Die Arbeit eines Glaziologen und die Auswirkungen des Klimawandels auf Gletscher, das schauen wir jetzt miteinander anschauen in der aktuellen Ausgabe von Eingefahren. Was es sonst noch gibt, das seht ihr jetzt. Nyck de Vries, ein Zufahrtsweltmeister. Der Gletscher, ein Auslaufmodell. Lewis Hamilton, Saulus oder Paulus? Gletsch ist dort unten, der Rhonegletscher, der ist da oben. Jetzt stehen wir hier und Andreas, was mir als erstes auffällt, ist das Gletscherseeli. Ja, der Gletschersee hat sich über die letzten 10 Jahre nur gebildet. Vor rund 10 Jahren war der Eisrand noch da vorne und jetzt, wie wir sehen, so weit zurückgeschwunden. Was ist ein Gletscher wissenschaftlich gesehen? Erklärt. Ein Gletscher ist Masse aus Schnee, Firn und Eis. Aber das reicht alleine noch nicht. Er muss auch noch die Flusseigenschaften zeigen, respektive Spuren von vergangenen Flusseigenschaften. Eismasse ist zähflüssig und angetrieben von der Schwerkraft fließt hier langsam den Hang herab. Man kann sich den Gletscher vorstellen wie ein Förderband. Der liefert dauernd neues Material von oben. Im oberen Bereich fällt Schnee, bleibt Schnee übrig, auch nach dem Sommer. Und aus dem Schnee bildet sich dann Firn und nach weiterer Zeit wird er so dicht zusammengepackt, bis es dann Eis ist. Und führt dazu, dass es laufend Nachschub gibt. Jetzt, wenn wir das ganze Gletschermassiv anschauen, wie lange kann man das noch so betrachten? Was denkst du? Es ist ja krass, weit zurückgegangen in nur 10 Jahren. Ja, die Prognosen der Klimawissenschaftler sind eindeutig. Die haben wir genommen und ein Computermodell angetrieben. Die Resultate zeigen uns, dass bis so Mitte Jahrhundert werden wir vermutlich von da kein Eis mehr sehen. Also der Gletscher wird sich weiter zurückbilden, sodass er da um den Ecke weg ist. Und bis Ende Jahrhundert wird es von dem Gletscher, der einer der grössten Gletscher in den Schweizer Alpen ist, nur noch ganz wenig Eis in den höchsten Regionen übrig haben. Jetzt gehst du der Arbeit von einem Glaziologen nach. Was macht er eigentlich, wenn er da auf dem Gletscher unterwegs ist? Der Gletscher, da, der Rhonegletscher, ist sehr speziell, weil er sehr gut dokumentiert ist, wie er in der Vergangenheit, wo er war. Und er ist im Rahmen von unseren Langfristbeobachtungen ein sehr wichtiger Gletscher. Wie wir ja gehört haben, vorher ist er mal bis zum Gletscher gekommen. Man weiss genau, wann er wo war über die letzten 150 Jahre. Und wir messen da Details, wie es läuft über das Jahr. Nämlich kommen wir im Frühling und schauen, wie viel Schnee es über den Winter gegeben hat. Und dann kommen wir im Herbst wieder und schauen, wie viel Schnee ist abgeschmolzen, wie viel Eis ist abgeschmolzen, was ist noch übrig. Und so bilanzieren wir den Witterungseinfluss von einem Jahr auf den Gletscher. Und wenn man dann das über viele Jahre kennt, dann kann man die Entwicklung nachvollziehen. Der Einfluss vom Klima auf den Gletscher.
Und ihr seht hier im Hintergrund, Touristen die gehen runter zur Eisgrotte. Da kann man den Gletscher anlängen, von ganz nahem anschauen. Und warum die zugedeckt ist, die Eisgrotte mit einem Stoff, das klären wir nach unserem Comtalk, unsere Rubrik, wo der Marcel Fässler und der Herbert Zimmermann die abgelaufene Formel-E-Saison analysieren. Ja, Marcel Fässler, merci, dass wir hier sein dürfen, bei deinem Arbeitgeber, bei Sportec. Wir haben ja jetzt mehr oder weniger die ganze Saison miteinander kommentiert. Und De Vries ist Weltmeister! Es war nochmal spannend bis zum Schluss. Wir haben gesehen, Nick De Vries, der eigentlich nichts wollte mehr riskieren, aber auf einen Stunden Druck gekommen ist. Und das hätte nochmal wirklich gefährlich werden können. Am Schluss ist ja jetzt Mercedes und der Nick De Vries das Oberste gewesen. Der Nick De Vries ist neuer Fahrerweltmeister. Aufgrund von dem, was alles gelaufen ist, wie fest ist er ein Zufallsweltmeister? Ja, ich glaube, von Zufall reden ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn man die ganze Saison anschaut und vor allem jetzt bis zum letzten Rennen so viele Fahrermöglichkeiten gehabt haben, Weltmeister zu werden, dann hat man mal gesehen, wie ausgeglichen das Feld ist. Der Nick De Vries hat in seiner Saison 2 Rennen gewonnen. Ist, ich sag jetzt mal, doch eigentlich sehr schnell gewesen, klar, weil er eigentlich von Anfang an immer in dieser Gruppe 1 im Qualifying hat müssen starten, dann war er vielfach benachteiligt gewesen und durch das auch oft, ich sag jetzt mal, ein bisschen hinten angefahren, wie das aber bei anderen Fahrern auch gewesen. Kann man denn irgendwie am Schluss sagen, es haben doch die Besten gewonnen? Ja, am Ende des Tages hat ganz klar der Beste gewonnen, weil er ist der Konstanteste war. Er hat am meisten Punkte geholt. Ob Pech oder nicht Pech. Ich glaube, jeder kann immer sagen, hätte wenn. Aber das gibt es eben nicht, hätte wenn, sondern es ist halt am Ende des Tages zählen Punkte auf dem Konto sind. Und er hat am meisten Punkte gehabt und das auch verdient, auch meiner Meinung nach, schlussendlich auch verdient, Weltmeister wurde. Hier sind wir bei Eduardo in diesem Sandwich mittendrin. Mitch Evans, wie schon erwähnt, in der besten Position im Kampf um die WM, startet aus Position 3. Erste Startreihe Van Dorn und Roland und es bleibt Evans stehen! Und es gibt einen Crash mit einem Venturi, das könnte Mortara gewesen sein. Evans und Mortara sind gecrashed. Für mich ist der tragische Held dieser Saison war natürlich der Eduardo Mortara. Wie siehst du es? Ja, eigentlich genau gleich. Er hat immer gezeigt, oder man weiss von mir, dass er ein absoluter Vollblut-Rennfahrer ist. Er hat manchmal ein bisschen Temperament in der Vergangenheit, wo er einfach, ich sag's mal, blöde Fehler gemacht hat in einem wichtigen Moment. Und heute war er sehr konstant gewesen. Er hat auch, ich sag's mal, mit seinem Team zusammen, mit Venturi, ein sehr kompetitives Auto gehabt. Hat im letzten Rennwochenende eigentlich absolut alles richtig gemacht, in meiner Meinung nach. Und hat reelle Chancen gehabt, den Weltmeistertitel zu holen. Aber mit dem Unfall ist es wirklich, also es ist auch für mich, als ich das gesehen habe am Start, ich habe zuerst gemeint, ich sehe nicht recht, dass das der Edo ist. Man hat dann irgendwie gehofft, das ist dann eben nicht. Aber ja, in dem Moment ist es ist einfach, tut mir für ihn extrem leid, weil er hat oft ist er so nach gewesen, um einen Meistertitel, sei es der DTM. Und es hat einfach am Schluss wegen irgendetwas Unerwartetes hat zum eben nicht gelangt. Und das tut mir für ihn extrem leid. Achtung, da hinten Rast gegen Buemi. Und Günther ist auch am Schweizer dran. Bei Buemi leider das gewohnte Bild aus der gesamten Saison. Ansprechendes Qualifying, aber dann im Rennen jetzt irgendwie nicht nach vorne. Auf der anderen Seite von der Gefühlskala, dort ist der Sebastian Buemi bis jetzt eigentlich ein sehr konstanter Fahrer. Und jetzt in dieser Saison hat einfach nichts zusammengepasst, auch beim Team nicht. Hast du irgendwie eine Ahnung, was da los ist? Sehr, sehr schwierig zu erklären wahrscheinlich. Es ist einfach irgendwo der Wurm drin. Ich meine, es ist ein Erfahrungsteam, die sind schon seit Season 1 mit dabei. Also die kennen die Formel E in- und auswendig, die wissen auch, was wir machen. Ich glaube, das Paket war gar nicht so schlecht gewesen, weil Roland hat oft gezeigt, dass man ganz vorne mitfahren kann. Er war auch eher der Konstante gewesen wie der Buemi. Der Buemi hat es vor allem im Rennen meiner Meinung nach nicht zusammengebracht. Klar, ab und zu technische Probleme, Strafen, wie du sagst. Aber auch wenn es
normal gelaufen ist. Bei ihm ist es eigentlich selten gegen Führer gegangen nach einem guten Qualifying, sondern eher immer ein bisschen rückwärts. Ich weiss nicht, ob er einfach mit der Abstimmung nicht happy war, aber einfach, das sind kleine Details, oder? Und, aber in der Formel E sind es so kleine Details, 1-2 Zehntel pro Runde, die nicht passen. Und es geht eben schon im Grid retour anstatt gegen Führer. Und wenn dann nur der Knopf drin ist, ist Selbstvertrauen sag jetzt mal, auch nicht so stark. Und man fängt viel mehr an zu denken, Sachen hinterfragen. Und ich glaube, das war bei ihm sicher ein bisschen der Fall gewesen. Also, meine Fahrer hat er nicht verlernt. Schauen wir noch ein bisschen voraus. Wie geht es weiter mit der Formel E insgesamt? Jetzt haben wir, vor dieser Saison haben wir eigentlich gesagt, endlich offizielle WM. Und jetzt ziehen sich Audi und BMW zurück, Mercedes kündigt auch den Rückzug an. Was ist da los? Es ist sicher kein positives Zeichen für die Formel E, wenn die drei Premium-Hersteller aus Deutschland, BMW, Audi und Mercedes, sich jetzt eigentlich aus der Formel E zurückziehen. Das sind natürlich jetzt alles Spekulationen, was passiert. Es hat ja gleich noch Teams, die dabei sind, die da Jaguar, es ist, Nissan ist noch dabei, Nion ist dabei, BMW macht im Moment noch... Alles so ein bisschen die Hinterwäldler, Mahindra, Nio. Eben, Nissan ist jetzt auch so ein bisschen zurückgekehrt. DSD Cheetah ist nach wie vor eigentlich als fast Leader. Ja, aber es ist klar, ich glaube, die haben natürlich jetzt auch, die Formel E ist eine Zeit lang vor 3-4 Jahren ein extremer Hype geworden. Und alle Hersteller haben sich darauf gestürzt. Und vielleicht muss man gleich sagen, vielleicht ist der Hype vom Zuschauerinteresse her oder von den Medien vielleicht nicht gross genug gewesen, dass die grossen Hersteller, vor allem jetzt in Deutschland, für das für nötig gefunden hätten, da weiterzumachen. Wir sehen, die Formula E die ist im Wandel. Die Zukunft die ist unsicher. Und genauso geht es den Gletscher hier in der Schweiz. Und jetzt stehen wir auf dem Rhone-Gletscher, Andreas, und vor einem Messgerät. Was missest du da ganz genau? Da misse ich die Schmelze. Eigentlich ist die Messung simpel. Wir bohren die Stangen ins Eis ein und dann messen wir, wie viel sie raus schaut. Und jetzt haben wir hier oben 2 Meter bis da, 4 Meter bis da und dann kann ich hier noch bis auf die Eisoberfläche abmessen und sehe, dass sie 4,55 Meter raus schaut. Und die Stange ist total 8 Meter lang. Im letzten Herbst habe ich ein 8 Meter tiefes Loch gemacht und die Stangen reingetan. Also, im letzten Herbst hat es noch Eis bis dort oben gehabt, das ist der Sommer abgeschmolzen. Also, letztes Jahr bist du da oben gestanden? Fast. Wir haben ja vorher gehört, der Gletscher liefert Massen an. Also, nicht alles, was da abschmilzt, verliert der Gletscher an Dicke, sondern das Förderband Gletscher bringt uns wieder Eis von oben, das das ein bisschen kompensiert. Aber momentan, wo die Gletscher zurückgehen, kommt einfach zu wenig nah, um so viel Schmelze, wie wir hier haben, zu kompensieren. Sehen wir jetzt da eigentlich die Auswirkungen des Klimawandels direkt? Ja, das sehen wir direkt hier, indem das eben der Gletscher da zusammenschmilzt und da immer mehr Schutt am Rand ist und so weiter. Also er ist nicht mehr in seinem natürlichen Gleichgewicht, kann man das so sagen? Richtig, das kann man sagen. Der Gletscher hinkt dem aktuellen Klima nach. Er probiert sich darauf anzupassen und kommt sogar nicht nah momentan. Es gibt verschiedene Massnahmen, um dem entgegenwirken, den Auswirkungen des Klimawandels. Hinten dran sehen wir die Blachen. Wir haben sie vorher schon kurz angesprochen. Was bewirken sie? Ich sehe, der Stand ist höher vorne. Die Blachen ist vor rund 3 Jahren auf die Oberfläche aufgebracht worden. So, die Oberfläche war flach. Jetzt 3 Sommer und es ist so viel weniger abgeschmolzen. Wenn die nicht da gewesen wären, wäre der Gletscher flach. Das hat man also durch Blachen können, konservieren an Eis. Über den Daumen gepeilt kann man so sagen, unter den Blachen schmilzt nur ein Drittel ab wie nebendran. Es ist also eigentlich eine sehr effektive Methode. Jetzt muss man schon erklären, warum, dass man nicht den ganzen Rhone-Gletscher einfach zudeckt. Im Prinzip ist der Schluss klar, müsste man das. Aber das ist aufwendig. Weil du müsstest auch die Blachen jeden Herbst wieder wegnehmen, dass der Schnee, der kommt, wieder drauf liegen bleibt. Also im Frühling die Blachen drauf, im Herbst weg.
da haben wir eine Fläche von etwa einem Fußballfeld bedeckt, weil ein wirtschaftliches Interesse vorhanden ist, kann man das machen. Aber wer will den ganzen Gletscher in einer x-fachen Größe abdecken? Das ist einfach nicht praktikabel. Und dann wäre es nur ein Gletscher und nicht alle Gletscher in der Schweiz. Es gibt verschiedene Massnahmen, um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen. Hier in der Schweiz sind es eben die Blachen, die funktionieren können, die effektiv sind. In Mexiko, das sind künstlich gepflanzte Bäume. Traffic and air pollution is a huge problem around the world, especially here in Mexico. We at Audi believe in the capability of technology to shape the future. Formula E stands for technical innovation, and the calendar takes us to exciting places around the world. At every race, Audi looks for exciting projects and startups in the region that are cutting edge of technology in protecting the environment. Today, we are here at Biomitech in Mexico to look at their innovative Biourban 2.0, an artificial tree that offers an exciting possibility in the race for clean air. Hi, nice to meet you. How are you doing? Hi. Daniel, Orlando, nice to meet you. Hi, Orlando, Lucas. Lucas, nice to meet you. Let me show you some of the things we have. Biomitech is a company with the idea of using the power of nature in order to counteract the harmful effects of global warming. Air pollution kills around 7 million people every year. Also, it's contributing to global warming. Our lifestyle is in risk. We don't turn around nature, and why not using tech in order to provide better optimum conditions for the people? All of our products come with an extraction system which allows to pull all the pollution from the environment. And then once these gases are inside the system, they are in contact with microalgae. What's the main pollutant? Is CO2? Is that CO2? You also NOx, but it's very bad, and particulate matter, and also organic compounds, those that emitted by fuels. When the gases are dissolved into the water, microalgae eats them, gets reproduced them. And so there is a moment in which we have to drain the system to take the dense microalgae, which is already saturated. This biomass is a raw material that we can use to create bioenergy or biofuels, or you can produce biofertilizer. So this, the idea is addressing the problem of air pollution while providing raw material for biofuels. So it's a circular economy model. So how much carbon it pulls a day? We can say that 3,000 cubic meters per hour of not only CO2, but also NOx, nitrogen oxides, carbon monoxide, and particulate matter 10 and 2.5. And so this is the equivalent of how many trees, more or less? Right here, you have 368 pine trees. If you plant a dozen of these, it's as if you plant a forest, let's say. I mean, it's not a concept that we are working on, bringing the forest to the city with lots of these. So let's plant the forest now. Well, congratulations. It's a great way of getting the air quality better. Künstlich gepflanzte Bäume in Mexiko kommen wir jetzt wieder zurück in die Schweiz. Und zwar sind wir jetzt vom Rhonegletscher in die Grimselregion gefahren, sind auf der Oberaarbahn mit dem Dr. Andreas Bauder von der ETH in Zürich, Glaziologe. Und Andreas, jetzt wenn wir noch so ein bisschen den Nutzen von Gletschern und die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt vor der Schweiz. Was ist da die Auswirkung? Weil die Schweiz wird immer so ein bisschen als Wasserschloss bezeichnet. Ja, wir sind eigentlich wirklich im Wasserschloss von der Schweiz. Wir haben da verschiedene Stauseen rund um uns, einen unter dran und hinten dran der Gletscher. Der Gletscher, da schmilzt drauf, fällt Wasser an, das fließt in den Stausee und wird da verwendet. Es ruckelt und tätscht in der Oberaarbahn. Wie häufig bist du als Glaziologe da oben in der Grimselregion? Ja, in dieser Bahn bin ich noch nie gewesen, das erste Mal. Ich bin früher mal in einer älteren Bahn da drauf gefahren. Was ich aber häufig gemacht habe da, ist vor rund 15 Jahren habe ich da hin auf dem Unteraargletscher Forschungsarbeit gemacht. Und dazu habe ich immer etwa 2 Stunden lang oder mehr dem See entlang müssen laufen, bis ich erst bei meinem Gletscher gewesen bin. Es ist verrückt, man sagt, dass 50% der Gletscher innerhalb der nächsten 30 Jahre komplett werden verschwinden. Das ist so eine Rechnung, die man gemacht hat. Was würde das bedeuten für den Wasserhaushalt in der Schweiz? Haben wir plötzlich kein Wasser mehr? Nein, wir haben nicht plötzlich kein Wasser mehr, weil das meiste Wasser, das wir brauchen, ist das, was über das Jahr anfällt. Und Niederschlag wird es in Zukunft auch geben.
vielleicht nicht mehr weniger in Form von Schnee, der dann auf den Gletscher liegen bleiben, sondern in Form von Regen, der schneller abfließt. Und jetzt der Sommer 2021, das ist ja, also eigentlich war es kein Sommer, wenn wir ganz ehrlich sind. Welche Auswirkungen hat er jetzt auf die Gletscher gehabt? Ist das eigentlich ein guter Sommer für unsere Gletscher gewesen? Also ich denke, wenn die Meteorologen den Sommer dann bilanzieren, ist er immer noch warm im Vergleich zu den letzten 100 Jahren. Gefühlt, weil er wechselhaft war, ist er für die meisten Leute kein rechter Sommer gewesen. Oder weil es eigentlich eben fast nie eine längere, schöne Periode gegeben hat. Für Gletscher war das durchaus günstiger gewesen, soweit man momentan bilanzieren könnte. Die wirkliche Bilanz machen wir erst im Herbst oder eigentlich im September, wenn dann die Sommersaison, Schmelzsaison vorbei ist. Aber Teilgletscher wie der Rhonegletscher, den wir vorher gesehen haben, die haben bis jetzt recht gut profitiert. Jetzt haben wir vorhin die Auswirkungen auf die Schweiz skizziert, angeschaut miteinander. Das ist ein bisschen egoistisch, oder, aus Schweizer Sicht, aber es ist ja das Wasserschloss von Europa, also die Auswirkungen auf ganz Europa, die gibt es ja wohl auch, oder? Richtig, der Wasserabfluss von den Gletschern hat nicht nur eine Auswirkung gerade lokal für den Stausee da, sondern für uns Schweizer im Mittelland, dass eben das Wasser, das in unseren Mittellandflüssen ist, irgendwo aus den Bergen herkommt. Und das Wasser fließt ja aus der Schweiz raus. Und die grossen europäischen Ströme, die vier grossen Rhein, Rhone, Donau, und eigentlich noch der Po oder der Ticino, die beliefern den grössten Teil von Europa mit Wasser. Und wir Glaziologen können nachweisen, dass im Sommer nämlich ein guter Teil, auch wenn man irgendwo in weiten Weg von der Schweiz misst, dass das Wasser ist, das immer noch aus den Bergen von den Gletschern kommt. Und jetzt, wenn wir es auch immer, wir reden im Rahmen des Klimawandels, wo immer über den Meeresspiegel, der ansteigt. Wir haben zwei verschiedene Arten von Gletschern. Kannst du uns das vielleicht erläutern? Und inwiefern der Alpin-Gletscher, der, den wir hier in der Schweiz haben, Auswirkungen im Moment hat auf den Meeresspiegel? Du tönst an, wir reden einerseits von den Gebirgsgletschern in diesen Gebirgszügen wie die Alpen, aber auch noch anderen auf der Welt. Und dann haben wir die beiden grossen polaren Eiskappen, nämlich Grönland im Norden und Antarktis im Süden. Und auch die polaren Eiskappen schmelzen wegen dem Klimawandel. Es gibt mehr Eis ab und die dort ist das Schmelzwasser und das Eis, das direkt ins Meer kalbt, führt dazu, dass der Meeresspiegel ansteigt. Ich bin froh, dass du Grönland ansprichst, weil der nächste Event von der elektrischen Rennserie, von der Extreme E, die an die extremen Randregionen der Welt geht, um dort Events zu veranstalten und die Auswirkungen aufzuzeigen. Die Extreme E, die geht als nächstes auf Grönland. Dort findet die Arctic Xpree statt und ich würde sagen, jetzt hier gibt es mal ein Push. With round three, the Arctic Xpree in Kangerlussuaq, Greenland, being the most remote location on the calendar so far, it hosts new challenges for the Extreme E team to overcome. We're in Kangerlussuaq, Greenland, and we're here because we first of all need to find the course. We basically recce the whole area, we find interesting spots, anything that could be technical that we can use for the course, and then we map it out, and then from that we start planning the paddock and all the other elements of the event. In total, we'll be looking at about 750 people, so it's about 500 staff and teams. When we come here, we need to look for accommodation, we need to look at the transport links and how everyone gets about. It's a super remote location, so you know, resources are really limited. The other thing is obviously bringing so many people to small places. It's looking at how we can reduce our footprint and what we actually do. You know, events can sometimes not be that sustainable, but something that we really focus on is making sure that we leave no trace and that if we do leave anything, it's actually like a legacy and something that is positive behind. It's truly spectacular. It's incredible. When you come here, it's so vast and it's nothing like you've ever seen before. It's really incredible, and I think you read a lot about climate change, and it's not until you come to such a fragile environment that you actually can see the changes. Bringing the world's attention to the issues climate change is causing in Greenland is key, as it not only affects the local area, but will affect our planet globally. Here I am standing on top of the Greenland ice sheet.
In the past, you wouldn't get any melt of the Greenland ice sheet, even in summer. But now, the whole ice sheet is covered with these rivers of water which are running out to sea. And we can also see that the ice is black. What's happened is, as the ice sheet's melted, all the dirt that was in the ice has now gathered at the top because the ice itself has gone. And as it gets blacker, it reflects less solar radiation, and that means it melts even faster. We're seeing a kind of dying of the Greenland ice sheet. If all of the ice on the Greenland ice sheet melted, then sea level would rise by 7 meters, and most of the Earth's coastal cities would be flooded. It's a very serious situation. It's for these reasons why Extreme E has set this stunning landscape to host the third round of the championship, to bring the world's attention to the issues our planet faces, as the teams and drivers will battle it out on ice, gravel and dirt in the series' coldest climate yet, as the championship begins to really heat up. Andreas, jetzt haben wir gesehen vorher den Arctic X-Prix. Ich freue mich, dass der stattfindet. Und gleichwohl die Auswirkungen, die sind verbannt, die sind enorm. Wie gross wären die Auswirkungen, wenn die Polkappen nicht mehr da wären, wenn das Eis komplett weg wäre? Die polaren Eisschilder, die speichern ja 95% vom Süßwasser auf der Welt. Jetzt, wenn Grönland abschmilzt, dann wird der Meeresspiegel um 6 Meter ansteigen. Wenn jetzt aber die ganze Antarktis Eis wegschmilzt, wird der Meeresspiegel um 60 Meter ansteigen. Also da sieht man, was das für Auswirkungen auf die Weltbevölkerung kann haben. Es macht ein bisschen Angst, ist das aber nicht unsere Generation, die sich da Sorgen machen muss. Beim Rhonegletscher haben wir gesagt, 2100 ist er komplett weg. Wie ist das bei den Polarkappen? Ja, es dauert schon noch ein bisschen. Wir als unsere Generation werden einfach miterleben, wie da der Gletscher zurückschwindet. Aber die nächste Generation, unsere Kinder, werden schon mit massiven Veränderungen der Umweltbedingungen sich müssen auseinandersetzen. Und die Veränderungen, die will Extreme E aufzeigen. Die elektrische Rennserie, die wird das Wochenende eben in Grönland stattfinden, mit dem Arctic X-Prix. Das zeigen wir euch auf MySports. Und einer, der dort mit dabei ist, das ist der Lewis Hamilton, ein grosser Name aus der Formel 1, der als Teamchef bei der Extreme E tätig ist. Und wie er als Teamchef ist und wie erfolgreich sein Team bei den ersten zwei Events war, das seht ihr jetzt. Manchmal ist es schwer, etwas zu glauben, das man nicht sieht. Ich möchte mitwirken, einen Unterschied machen. Dort, wo ich im Leben jetzt stehe, will ich einen positiven Einfluss haben auf den Planeten. In den letzten 10 Jahren wurde viel Erziehungsarbeit geleistet. Die Leute wollen wissen, was mit der Welt passiert. Ich bin in der Welt der Verbrennungsmotoren aufgewachsen. Ich liebe V12 und V10. Warum sollte ich ein Elektroauto lieben? Dann bin ich in ein Elektroauto gestiegen. Das macht so viel Spaß. Die Power ist so beeindruckend. Der größte Schock ist wohl dieses direkte Drehmoment. Nun ersetze ich alle meine Autos, die Mercedes mir gibt. Der Sport kann Aufmerksamkeit generieren, bietet eine Plattform. Mit Extreme E kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen ist es Racing mit dem ganzen Spaß. Aber dem Ganzen zugrunde liegt die Absicht, die Aufmerksamkeit auf den Klimawandel zu richten. Motorsport ist mein Leben, seit ich 8 Jahre alt war. Es ist eine Männerwelt. Das muss sich ändern. Da draußen hat es so viele junge Mädchen, die ihre Chance im Motorsport verdienen. Mir gefällt es, was sie hineinbringen und die Message dahinter. Ich bin der Visionär. Ich weiß, was ich will. Mein Team soll das Beste sein. Zum ersten Mal musste ich Fahrer auswählen. Ich suche natürlich jene, die bis ans Limit gehen. Ich fand Christina Gutierrez, eine mehrfache Champion, die auch Paris-Dakar angeführt hat. Zuverlässigkeit und Konstanz sind die Schlüsselfaktoren. Wir gehen an Orte, wo sich das Auto dem Klima anpassen muss. Da kann sie dem Team viel bringen. Sebastian Loeb ist 9-facher Weltmeister. Er hat Rallye dominiert.
Sie beide wissen, was sie mit dem Auto machen können. Da muss ich ihnen nichts sagen. Aber im Hintergrund muss ich ihnen die richtigen Leute zur Unterstützung geben. Ich habe nie daran gedacht, ein Team zu besitzen. Es ist eine völlig neue Perspektive. Das Team von Lewis Hamilton X44 ist an den ersten beiden Stationen schon recht nahe an die hohen Ansprüche ihres Teamchefs herangekommen. In der zerklüfteten Wüste Saudi-Arabiens, bei der Premiere von Extreme E, setzte es den Maßstab. Das Auto mit der Spanierin Cristina Gutierrez und dem Franzosen Sébastien Loeb stellte im Qualifying die Bestzeit auf. Loeb zeigte in den Dünen von Alula, dass er mit über 47 Jahren und all seiner Erfahrung auch heikle Situationen meistert. Mühelos überstand Team X44 den Halbfinal. Nur dank des schnelleren Starts der Gegner und weil danach Überholen praktisch ausgeschlossen war, musste sich X44 im Final mit Platz 3 zufrieden geben. Bei Motion X-Prix in Senegal war X44 erneut Qualifikationssieger und stieß in den Final vor. Cristina Gutierrez erwischte zwar einen sehr guten Start, doch dann rumpelte es zwischen den Finalisten. Die Folgen davon machten sich erst in der ersten Kurve bemerkbar. Zusammen mit einem anderen Finalteam strandete X44 und wurde schließlich auf Rang 4 platziert. Damit liegt X44 in der Gesamtwertung auf Platz 2 nach zwei Events. Der Arctic X-Prix fängt das Wochenende auf MySports statt. Und unser Glaziolog Andreas, wie sehr haltest du das für etwas Gutes, Sinnvolles, wenn man den Sport als Plattform braucht, um eben die Auswirkungen aufzuzeigen in Grönland mit den Polarkappen? Hast du immer ein bisschen dafür und dawider. Wenn es halt genutzt werden kann, um das Problem vor Ort anzusprechen, dann kann ich mich auch ein bisschen dazu bekennen. Aber grundsätzlich finde ich es halt schon unnötig, jeden Zusatzaufwand, der gemacht wird. Ich bin sehr nahe mit meiner Forschung auch betroffen vom Klimawandel. Und die einzige Lösung ist eben halt, dass man sich probiert, möglichst einzuschränken und auf all das verzichtet, was nicht absolut nötig ist. Und gleich, Andreas, bei diesem Panorama, Oberaargletscher hinten dran, frage ich mich, könnte es so ein Rennen, so ein Extreme-E-Rennen in der Schweiz geben? Wäre das sinnvoll? Wie gesagt, für mich nicht sinnvoll. Aber die Plattform, also die Auswirkungen könnte man aufzeigen. Ja, aber ich denke, wir haben in der Schweiz genug andere Möglichkeiten, auf die Probleme hinzuwirken. Dann muss man nicht irgend noch etwas daher zaubern und mit grossem Wirbel um andere Messages durchzugeben. Und genau das haben wir in der heutigen Sendung gemacht. Merci vielmals, Andreas, hast du dir Zeit genommen, dass wir die Auswirkungen vom Gletscherschwund dürfen miteinander anschauen durften. Das war schon wieder von der aktuellen Episode von «Eingefahren», unser MySports-Magazin rund um Formel E und Extreme E. Ich hoffe, es ist noch eingefahren und bis zum nächsten Mal.